Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cries of Mana. Ich nehme mal wieder meine Ursprungstussi. Und wir müssen den Seelenfresser hinterher eilen. Der hat ja letzte Folge, wollte ja einfach diesen... Ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat. Ich glaube, er hat einfach diese Kämpferin gefressen. Das war sehr interessant. Ja. Gut, gehen wir mal rein. Was haben wir denn da? Okay, gehen wir mal rein. Ich bin schon sehr gespannt. Ich vermute mal, wir müssen auch gegen ihn kämpfen. Vielleicht nicht heute, aber irgendwann mal. Davon ist, glaube ich, auszugehen. Der Mana-Stein. Von Sehne zu Sehne. Mana stones are very powerful. Layla time. Gormond, that man from earlier. Did he not enter the tower? I do not see him. That man was pure evil. I felt it. But I don't feel anything right now. Das ist nicht gut. I would be able to tell if he was still nearby. Gormond is after the Sword of Mana. Just like Belladonna when she attacked Laurent and the Crimson Wizard from Altaena. Everyone is fighting to open the portal to the Sanctuary of Mana. If we leave things as they are, the mana of the world will continue to decrease. We must hurry and find the last elemental. We are okay, es fehlt uns nur noch ein Elementar, was? Ich dachte, es fehlen noch zwei. Das hört sich nicht so cool an. Sollte ich nicht eigentlich meine Klasse noch wechseln? Irgendwann mal demnächst. Kann ich meine Klasse wechseln? Stein? Darf ich meine Klasse wechseln? Risi soll die Klasse wechseln. Kann ich das da machen? Klasse wechseln? Okay, also wir brauchen wirklich Level 38, um hier weiterzukommen. Das ist echt heftig. Okay, dann gehen wir jetzt wieder. Gibt es hier noch irgendwas? Komm hier. Dann ist ein Kaktus! Oh mein Gott, ein Kaktus! Ein Kaktusfratz gefunden. Yay! Okay, es gibt jetzt nur so Fliehzeug. Wie viel fehlen noch dahin? Dreimal, okay. Naja. Ja, dann gehen wir mal weiter. Dreimal. Bin ich schon sehr interessiert, wo die alle rumstehen sollen. Ich habe diese Scheißbedingungen erfüllt. Okay, hier ist alles abgeschlossen. Ich vermute, wir müssen hier irgendwann nochmal hin. Und wir sollten... Vielleicht meint ihr denn wirklich, dass wir das erste Mal da die Klassen wechseln sollten, was ich ja schon längst getan habe. Das könnte echt möglich sein. Okay, aber jetzt haben wir Lunatiker am Start. Jetzt hat er fehlt wirklich, glaube ich, nur noch Ratzinger. Wir haben Froster, wir haben... Rocky, wir haben, was kam als nächstes? Elektra haben wir. Dann haben wir, wie ist das andere Viech? Vesuvio haben wir. Was haben wir noch alles? Wir haben einiges. Also wir haben echt, ich glaube, wir haben echt alles. Geht mal da weg. So. Okay, ich bin voll. Ich mache einfach mal ein Wirbelwindspeer. Und noch ein. Lauter kritische, geil. Ja, dann haben wir Lunatic, Nocturne haben wir und wir haben auch Laterna. Damit sollten wir wirklich alle haben. Okay. Geh mal da hinten rum. Finden wir hier noch irgendwo einen Kaktusplatz? Ne, da waren wir schon. Okay, da waren wir. Auch da rein? Ja, da waren wir auch schon, soweit ich das weiß, oder? Nein, da waren wir noch nicht. Ich werde eine Schatztruhe liegen lassen, ne? Okay, ich gehe einfach mal noch da drüben. Okay, ich kann noch nicht nach da drüben gehen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme.
Ja, das sieht nervig aus. Ich glaube, wir müssen nach da vorne, deswegen. Boah, ich mach nochmal Wirbelwindspeer. Lasst mich einfach alle in Ruhe, okay? So. Das ist einfach der niceste Angriff. Was einfach ein Wirbelwindspeer und Eisen tut. Ich bin da und schon wieder weg. Okay, schade. Aber schön, dass du überhaupt da warst. So, uns wurde letztes Mal der Hinweis gegeben, wir sollen in der Stadt mit den Heinis hier reden. Mhm, sehr keine Angst. Wow, das war eine wichtige Information, Leute. Richtig wichtig. Ohne diese Information wüsste ich nicht, was ich jetzt tun. Dann reden wir mit ihnen. Offenbar, okay. Da waren wir schon in den Wald. Hat er halt nicht gecheckt. Weird. Boah, dann würde ich einfach mal sagen, weiter. Ah, ich muss wieder das Ding herbeirufen. Da war das, okay. Ja, wir benutzen mal diese komische Flöte. Yay, der Riesenkappa! Gegenstände verwenden. Ja, das weiß ich inzwischen auch schon, wie es geht. Wenn schon ein erfahrenes Trials of Mana Spieler, würde ich einfach mal wieder. Ja, da müssen wir wohl hin. Elfensiedlung. Hört sich ja sehr nach einem 4-Jahres-Zeiten-Welt an, Leute. Das da oben sieht creepy aus. Ich hoffe, wir müssen da nicht hin. Ah, wir müssen da reinfahren. Sieht doch aus, als wenn wir da hin müssen, wo es creepy aussieht. Nee, aber andere Seite. Schön. Leuchtblütenwald. Nice. Wir haben ja auch solche Leuchtblütenringe. Ich finde es übrigens cool, wie schnell man auf diesem Kappa ist. Ich dachte, wir segeln dann länger hin. Das sieht echt böse aus hier. Sieht gefährlich aus, Leute. Das sind diese Erdkriecher. Aus dem 4-Jahres-Zeitenwald. Das könnte wirklich nicht so schön werden, Leute. Okay, da unten kann man direkt speichern und da ist eine Schatztruhe. Wir werden direkt speichern, vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was man sich hier als nächstes einbringt. Vielleicht gibt es auch nur 4 Kapitel und das war's bald. Weiß man nicht. So. Gehen wir da mal durch. Okay. Toll, Lunatic, da mach mal. Cool, hat es wieder geschafft. Ein neuer Weg ist erschienen, ja. Gibt es da noch irgendwas? Sollte man hier noch irgendwas mitnehmen? Scheinbar nicht. Gut, dann geht's mal weiter. Das sind die nächsten Ratten, die Kapuzenratten. Ich habe vergessen, wie die hießen, die erweiterten. Boah, die sind halt ganz schön stark. Okay, er macht Wirbelhieb. Boah, der geht daran gar nicht kaputt. Ihh, diese Pilze sind richtig nervig. War! Mach das nicht! Okay, ich habe einfach mal die Dornwespe. Ey, sie heißt wieder Dornwespe. Aber mal von Himmel runtergeholt. Okay, weh, du machst es. Oh Gott, könnt ihr die einfach nicht killen? Ich schalte gleich auf den Typen um und kämpfe mit dem, wenn wir hier alles so unfähig schauen, wie das in unsere Fähigkeiten einzusetzen. Wollt's nur ansprechen. Deine wahre Drohung. Okay. Okay, da geht's nicht weiter. War ja ein Versuch wert. Okay, es macht. Er macht einen Wirbelhieb. Cool, aber er trifft die hinteren Gegner nicht. Nicht sehr cool. Oh.
Okay, dahin müssen wir wohl nicht hin, also da oben hin. Deswegen gehen wir mal nach da oben hin. Da können wir auf jeden Fall was sammeln, wenn wir jetzt nicht gerade fighten müssten. Die sind hier schon High Level, also. So. Wir haben ein Heilkraut bekommen. Ich wurde hier geboren. Oh, cool. Sie ist wirklich auch die Nachfahre einfach von Sokka. Okay, cool. Dann machen wir das einfach mal, wenn sie da hier so gut Bescheid weiß. Dann soll sie nicht immer verurteilen. Oh, lasst mich in Ruhe, ihr Mistviecher. Was auch immer ihr davor habt, lasst es ab, okay? Okay, ich mache einfach mal die Speerwellen direkt. So. Da oben komme ich her, oder? Dann gehen wir mal darum. Können wir speichern. Aber auch nur speichern. Interessant. Gut, dann speichern wir mal. Wir haben jetzt 9 Stunden dieses Spiel gespielt. Interessant. Hey, können wir da nicht durchlaufen, der Toaster? Heute wohl nicht. Ihhh. Das sieht nervig aus. Okay. Okay. Müssen wir mal diesen Schlummerdingern ausweichen, ansonsten pennen wir, glaube ich, gleich. Wo könnt ihr aufhören mit euren Speerwellen? Okay, cool, wir haben gewonnen. Okay, ich will noch da oben. Interessant. Hier ist ein bisschen Stock drin, okay. Komm mal noch da hinten. Ew, das sieht anstrengend aus. Oh nee, und das Viech hat ein Dings. Ich gehe mal ein bisschen mehr auf das Teil los. Damit es eben seinen Schutzmantel verliert. So. Angriff. Boah, lass mich in Ruhe. Seidenspucker. Okay, 2 Lernpunkte erhalten. Wir verteilen einfach mal schnell Fähigkeiten. Ich glaube, von den anderen zwei habe ich es auch noch nicht verteilt. Okay, bei ihr gehen wir jetzt auf Stärke. Angriff sollten wir nach oben schon machen. Okay. Angriff alle. So, was haben wir bei dir? Bei dir haben wir jetzt Glück. Okay. Genesung. Schutzmaßnahme halt. Okay, nehmen wir auch mal das. Und jetzt haben wir noch ihn. Von ihm haben wir auch 3 Punkte. Und bei ihm gehen wir gerade auch auf die Stärke. Okay. Nee, ich möchte nicht ausrüsten. Okay, geht's weiter? Ein Erdkriecher und ein Blitz. Machen wir mal die Speerwellen. Aber dass so ein bisschen was weggeht. Ey, wir haben Kaktuserfahrung mal wieder bekommen. Yay, bringt uns irgendwie nur nichts. Jeder jetzt mal voll in Angriff mit dem Spezialangriff, dass die Schutzhüllen weggehen. Okay, ich gehe jetzt mal auf den hier. Ich weiß gar nicht, wer das heilige Kugel immer macht. So, noch ein Seidenspucker. Okay, ich könnte nach da gehen, aber ich sollte wohl nach unten gehen. Gehen wir wohl nach unten, wenn wir nach unten gehen sollen. Oh, ihr seid
Meine Teammates machen gefühlt schon wieder gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich bin hier die Einzige, die irgendwas regelt. Okay, ich schalte auf ihn um. Weil er einfach den stärkeren Angriff hat und dann soll die andere lieber irgendwelche Schutzmaßnahmen machen oder so. Ja, cool, heiles Licht. Okay, und hier muss ich jetzt aussuchen, welche Richtung ich gehe oder was. Okay, aber ich würde einfach sagen, diesen verwunschenen Wald, da machen wir einfach nächste Folge. Bis dahin, tschüss.